Doch, da, sorry für die kurze Unterbrechung. Wenn ihr im Hintergrund jetzt irgendwas hört, dann höre ich das nicht. Ich habe Kopfhörer auf und meine Wohnung nicht. Und daher gehen wir mal weiter. Oh mein Gott, Dog Meat, sieht aus. Das sieht so unheimlich aus. Dog Meat, müssen wir hier runter? Ich weiß jetzt gerade nicht, wo es weitergeht. Da, ich habe schon gesehen. Okay, Dog Meat, wir müssen uns jetzt. Nein, lass mich das trinken. Wir müssen Luft anhalten. Warum gibt es keinen extra Luftanhalt? Nee, ich habe es schon mal gesagt, ich weiß. Dog Meat, Zombie Dog. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Natürlich. Jesushund, natürlich. Komm, wir müssen jetzt. Ich habe mich verschwommen. Hä? Eben wusste ich doch noch wo. Da, okay. Okay, los geht's. Gucken, ob er mir hinterher kommt oder nicht. Nein, mein Hund ist gearscht. Ich hoffe, er stirbt nicht. Das wäre ein bisschen blöd. Ich hätte mal sagen sollen, er soll warten. Er kommt, er kommt, er kommt. Oh, du bist so ein geiler Hund. Du bist so ein geiler Hund. Okay. I love you. Wow. Das sind sehr leichte Gegner, Dogmeat. Die würde sogar eine Frau als Anführerin. Hier, Begleiterin meine ich. Das sind viele Eier. Warum wolltest du dahin? Fremder Mensch. Voll groß das Teil. Ich kann überhaupt nichts sehen. Macht alles ein bisschen komplizierter, muss ich zugeben. Aber scheinbar gibt es hier eh nicht viel zu sehen. Oh, warte, warte, warte. Na, ich komme mal nicht hoch. Egal. Wenn mich das Spiel eins gelernt hat, gelehrt hat. Da ist eh nichts. Oh, Dogmeat, hier geht's weiter. Versunkene Kammern. Wir haben noch kein bisschen Wurzel gesehen. Oh doch, das könnten die Wurzeln sein. I don't know. Ich sehe es jetzt schon und ich kann es nicht glauben. Da ist ein Rasenmäher. Warum? Warum ist da ein Rasenmäher? Ach, Dogmeat. Wenigstens kann ich so sehen, ob er. Ja. Ha, jetzt beiß ihn, während er nicht gucken kann. Und Kopf ist weg. Wie du mal vorläufst. Das ist ja ein bisschen wie hier Billy und Boy bei Titan Quest. Was natürlich auch Vorteile hat. Wenn man dann alle einmal heilen kann. What is here? Hier waren schon Leute. Also mehr als die dachten. Warum will ich diese Cherry Bombs? Die will ich eigentlich gar nicht. Elektrische Leiter. Da unter ist was. Ganz ruhig jetzt, Hund. Jetzt hat man ein bisschen Respekt vor den Toten. Sogar ich habe auch Respekt vor den Toten. Doch, 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 doch. Da. Medizin. Sehr gut. Wird gleich gelesen, weil ich glaube, Medizin haben wir noch nicht so weit. Nö, das heißt, können wir ruhig noch mal lesen. Hilfe. Sehr gut für Stimpaks. Sehr gut. Also das bist du gar nicht, das bin ich. Ich nehme es zurück. Ich Arsch. Eine leere Truhe. Wow. Ist ja gut jetzt. Ganz ruhig, ganz ruhig, ganz ruhig, ganz ruhig. Da. Ich muss natürlich, macht voll Sinn. Wir haben hier Schuss, wir haben eine Pistole mit Schalldämpfer, ein Stealth Boy, wen interessiert es, ein paar Kronkorken und. Wo geht das hier raus? Naja, ist egal. Hier konnte er auf jeden Fall gut leben. Genau, neben den Myalurks. Vollidiot. Just saying. Was ist das da noch?
Metallkochflamme und ein Basehandschuh und. Ah, ich bin in einem Gruselkabinett. Oh mein Gott. Du bist nicht gruselig. Oh Mann. Ja, gleich. Mann, Mann, Mann. Wir könnten hier schlafen, aber das ist mir ziemlich egal. Warum ist der Typ hier? Hier hat irgendjemand gelebt. Warum? Ist das Bob? Irrt sich Harold vielleicht? Oder wird Harold der neue Präsident der Vereinigten Staaten? Dies und mehr. Was ist denn hier unten los? Da ist ein Kinderdreirad. Meyerlurk. Oh, guck mal. Wieder. Nein, bestimmt nicht. Linker Arm. Rechten Arm. Nimm einen rechten Arm. Ding, ding, ding. Nein. Ja, dann eben den Rumpf. Das ist mir so egal. Ich will einfach nur, dass du... Was hat dir das Dreirad denn getan? Oh mein Gott. Super und... Was bist du denn für die geile Töle, ey? Wow. Hier, guter Junge. Kannst du mir eigentlich was finden? Nee, komm, gehen wir. Boah, was ist er denn für ein geiler Hund? Wie konnte sein Sammlertyp da, sein Herrchen durch Raider getötet werden? Das verstehe ich nicht ganz. Weil dieser Hund geht einfach hin. Oh, du bist so mega cool. Oh, ein Raider. Of course. Okay. Oh, noch. Und Ödländer. sind wir hier gerade bei der Mülldeponie gelandet? Oh mein. Oh, das war unheimlich. Der Mentor. Was ist denn hier los? Nee, ernsthaft. Wir sind auf einer Mülldeponie gelandet. War wohl früher eine Mülldeponie. Und keine Mine oder so. Aber die sind noch nicht so lange tot. Also von wegen, es gibt keine von außerhalb. Was ist das? Nichts. Na komm, weiter. Ach so, die Strahlenbelastung. Natürlich, da habe ich nicht drauf geachtet. Ist egal. Ah, schon geht's mir wieder gut. Nur eine Spritze. Nur eine Spritze. Was haben wir hier? Hä? Oh. Was? Geht's dir einigermaßen? Hallo. Ich weiß ja nicht, was du da so machst. Nö, scheinbar hast du dich nicht verletzt. Du bist, ich keine Ahnung, was du hast, aber du bist ein mutierter Hund. Man sieht es dir bloß nicht an. Ja, das ist doch schön. Plötzlich greift er einfach mal irgendwas an. Ganz ruhig. Ja, ich höre es ja auch, aber ich weiß nicht, wo es ist. Ich muss voll aufpassen jetzt. Ich bin froh, dass ich ihn nicht so früh bekommen habe, dass ich das mal sage, aber es ist voll anstrengend, einen Hund zu haben. Oh, wartet. Ich meine, warte. Nicht wartet. Ich habe ja... Brennstoff! Yay! Supi, klasse, win. Mhm. Supi, fail. Super schlecht. 18 Raketen. Na dann. Sollten wir vielleicht mal ein bisschen Raketen benutzen. Und. Okay, das wird nichts. Machen wir das so. Was das Gute ist, er wird abgelenkt. Die Gegner werden abgelenkt. Und währenddessen kann ich ihn ins Gesicht schießen. I like. Weil er als Hund, keine Ahnung, die hassen Hunde. So viele Hunde gibt es ja auch gar nicht. Noch eine Rakete. Weil so wichtig.
Was ist hier bloß los? Hier ist nichts. Boah, alles ins Gesicht. Ja, die Dogmeat denkt sich auch noch, was für ein Idiot, ey. Aber mit mir bist du sicher. Das ist ein Vorteil. Ich habe mich noch gar nicht entschieden, was ich machen soll. Soll ich ihn umbringen oder nicht? Ich höre sein Herz schon. Ich mache meinen Safe State. Nicht Safe, ich mache meinen richtigen Safe. Neuen Spielstand, weil ich möchte, dass die ganze Welt grün wird. Gleichzeitig ist es natürlich auch ein bisschen blöd. Wetten, hier kommen wir runter. Ja, feuchte Höhle. Da können wir direkt zu Harold. Sein Herz. Oh, sie haben es gefunden. Vernichten, Baumsaft anwenden, um anzuhalten oder beschleunigen. Wir beschleunigen sein Wachstum, damit er die ganze Welt sehen kann. Ist das nicht gut? Wir geben ihm wieder einen Sinn. Er kann die ganze Welt dann betrachten. Mit Laubmutter Laurel sprechen. Ich glaube, wir haben das Richtige getan, oder Dogmeat? Komm. Ich glaube, wir haben das Richtige getan. Weil er kann mit den Samen da, mit den Blättern gucken. Und dann langweilt er sich vielleicht nicht mehr. Wenn er. Ich meine, wir sind immer noch am Feiern. Oh, danke. Die Rakete hätte ich jetzt fast übersehen. You are my favorite being, sogar würde ich mal sagen. So viel Müll. So viel Müll. Ah, Hilfe. Wir haben mal bellt, wenn irgendwas ist. Na, dann bellt aber auch, wenn ich mich einfach mal konzentrieren möchte. Wir gehen gleich mal mit Harold. Da. Okay, das sieht episch aus. Sie haben heute eine große Tat vollbracht, mein Freund. Jo. Die Gaben, mit denen uns der große Herrscher beschenkte, brauchen jetzt nur Jahrzehnte statt Jahrhunderte, um die Grenzen von Oasis zu durchbrechen. Habe ich gern gemacht. Anscheinend haben Sie während Ihres kurzen Aufenthalts hier viel gelernt. Das Nee. kommt in diesen unruhigen Zeiten selten vor. Ich glaube, einige Baumhüter möchten vor ihrer Abreise mit Ihnen sprechen. Ich denke, das könnte lohnenswert für Sie sein. Dein Mann bitch bestimmt Viel nicht. Glück auf allen Ihren Reisen. Ich hoffe, die Zeit, die Sie hier verbracht haben, hat sowohl Ihr Herz Na, als pst, sag mal auch Ihre ruhig. Augen geöffnet. Habe ich Erfahrung bekommen oder so? Harold, ich hoffe, er ist mir nicht sauer. Sieht also so aus, als würden sie plötzlich nach deren Regeln spielen wollen. Oh. Wie das? Sie spielen eine wichtige Rolle in ihrem Leben. Ohne sie sind sie verloren. Warum sollte ich auf jemanden hören, der noch verrückter ist, als die es sind? Sie spielen eine wichtige Rolle. Sie brauchen mich also so dringend. So habe ich das noch nie betrachtet. Ziemlich Oh, ich egoistisch liebe von dieses mir. Spiel. Sollen wir ihnen noch eine Chance Ja. geben? Herbert? Gut, ich meine Bob. Ich finde es nach wie vor lustig, wenn ich ihn Herbert nenne. Oh. Diese Aber sie hörten Achso. außerdem platt. Manchmal sagt, vielleicht ändert sich auch Ah. das jetzt, wo alles anders ist.
Dank meiner Hilfe. Gerne, gerne, gerne. Kommen Sie mal wieder. Yay! Zum Besuch vorbei. Wir mussten Harold nicht töten. Darkmead. Töte ihn. Ah, oh, mit einer Hand. Sehr cool gemacht. Seltsam, irgendwie. Nicht, dass es sonst auch cool gemacht ist, aber das erste Mal, dass wir so ein Vieh hier stehen haben. Das ist richtig geil. Naja, okay. Yay! Wir haben gemacht, dass die Welt bald wieder grün wird. Das freut mich. Mir fällt auf, wir müssen noch die Sklavenhändler alle töten. Hallo, bist du Bitch? Bitch! Was gibt's? Was werden sie jetzt tun? Obwohl sich sein Einfluss eines Tages im Ödland ausbreiten wird, liegt dieser Tag noch in weiter Ferne. Ihr seid richtig egoistisch. Im Moment werden wir wachsam bleiben und das Ödland nach allem absuchen, das diese Zufluchtsstätte bedrohen könnte. Sehr gut. Auf Wiedersehen und viel Glück! Tschüss, tschüss. Habe ich irgendwas bekommen? Erfahrung oder Karma? Ich habe es nicht richtig mitbekommen. Ah, es ist wirklich schön, dass Sie uns Gesellschaft leisten. I know. Das höre ich oft, danke. Ein Geschenk? Ich habe noch nie jemanden getroffen, der sich so wie Sie um uns gekümmert hat. Solche Menschen gibt es heute nur noch sehr selten. Nur mich. Das ist auch ein Grund dafür, dass ich nie in mein altes Leben zurückgekehrt bin, nachdem ich mich hier wiedergefunden hatte. Erlauben Sie mir, Ihnen ein Stück meiner Vergangenheit zu geben. Ein Schlüssel? Vielleicht dient es Ihnen besser, als es mir gedient hat. Lindens Powerrüstung. Oh, thanks, Linden. Das ist bestimmt schon kaputt, ist die Powerrüstung. Aber ich habe zu Hause eine, mit der ich das heil machen. Oh, ich muss nur noch lernen, die anzuziehen. Und das kann ich nicht, weil die mich nicht reinlassen. Und ihre beschissene VIP-Kapell-Ding. Zitadelle, ich habe keine Ahnung. Ich werde hier bleiben und helfen. Ich schulde Ihnen mein Leben. Und ich möchte diese Schuld zurückzahlen, bis zu meinem letzten Atemzug. Geil. Das heißt, wenn ich jemand das Leben rette, ist er mein Sklave für immer. Mögen Sie unter seinem Schutz verweilen. Jo, Harold nicht, wir sind jetzt Best Buds. Um was geht's? Ich mache, was ich am besten kann. Dumm labern. Ich sorge dafür, dass Oasis niemals fällt. Auch wenn das meinen eigenen Tod bedeutet. Und dann fällt's doch. Und dann hast du versagt. Möge der große Herr... Vollidiot. Wo seid ihr? Wo seid ihr? Wo seid ihr? Apropos, wo seid ihr? Da, du bist da. Okay, du bist ruhig. Du hechelst ja gar nicht. So kenne ich dich ja gar nicht. Gucken wir mal, wo die anderen sind. Ne, ernsthaft. Wo sind die anderen? Achso, das sind Frauen. Die müssen natürlich arbeiten. Schau an, wer da von draußen reinkommt. Wer bist Wieder du? Zurück, wie ich sehe. Ja, Linden. Ich sehe da hinten gerade jemanden vorbeilaufen. Ah, gleich zwei. Freut mich sehr, den Engel von Oasis wiederzusehen. Ja, da wird jetzt ganze Welt drüber reden, obwohl Oasis ja eigentlich keiner kennt, wird jetzt trotzdem bestimmt Three Dog von mir reden, dass ich euch alle gerettet habe. Ja, ja. Geschenk? Irgendwie wusste ich, dass Sie die Änderungen vornehmen würden, die sich Laubmutter Laurel gewünscht hat. Ja. Ich habe beim Herstellen der Kapuzen geholfen, die alle Bauhüter tragen. Man sagt, dass der Stoff den Geist des großen Herrschers in sich trägt. Bitte nehmen Sie das als Dank. Tragen Sie sie mit Stolz und verbreiten Sie die Kunde der Erneuerung in allen Gegenden des Ödlands. Oma hat mir was gestrickt, danke. Das trägt man doch immer gern, wenn man mit seinen Freunden irgendwo hingeht. Ich will der Zukunft entgegenblicken und nach der Bedeutung dieser Geschehnisse suchen. Wenn es da draußen eine Antwort gibt, werde ich sie finden. Das heißt, du gehst raus? Was sagt die Zukunft über mich? Ich spüre die Qual eines Mannes, der nach Hause zurückkehrt und die Änderungen entdeckt, die seine Abwesenheit mit sich gebracht hat. Ich? Bitte, ich muss mich einen Tag lang aus... Nach Hause kehren? Was meinst du damit? 101 oder mein Megatonhaus? Ich fühle mich sicherer, wenn ich weiß, dass sie in der Nähe sind. Mach doch einen Fanclub auf. Ja, ich hab was für sie. Für jemanden von da draußen sind sie wirklich nett. Außerdem waren sie sehr freundlich zu mir. Oh mein Gott, sag das ich nicht so. Ich wollte das eigentlich meinem besten Freund Harold geben. Aber er hat keine Taschen, der Dummkopf. Was für ein Noob. Das ist ein Talisman, den mir meine Eltern zum 5. Geburtstag geschenkt haben.
Ist wirklich schön. Nehmen Sie ihn. Geil. Sprache dauerhaft um 10 erhöht. Warum? Ja, trotzdem. Supi. Danke. Aber ich glaube, da bin ich schon auf 100. Was werden Sie jetzt tun? Ich weiß nicht. Vielleicht werde ich mit Harold spielen. Ich will noch eine von seinen großartigen Geschichten hören. Wie ein Baum in dein Hirn reingewachsen ist. Also gut. Möge der Groß... Ja, ja, ja. Gucken wir mal weiter. Wen haben wir denn noch? Popoloir? Laurel? Ach, warte mal. Meine Güte, es ist wirklich schön, wieder mit Ihnen... Ja, ja. Geschenk für mich. Ja, ich glaube, Zweiköter Linden, Blumsier Pop... Habe ich alle schon. Das ist bei uns Tradition. Tradition, dass sie die Geschenke geben, die sie nur einmal haben. Erfreuen wir uns über das Wissen, dass der nackte Fels und der Sand dieses toten Ödlands eines Tages wieder mit Leben erfüllt sein werden. Es gibt so viel vorzubereiten, so viel zu tun. Du wirst es leider nicht mehr mitbekommen. Wie? Wir sprechen uns noch. Wir gucken uns mal das an, was wir haben. Nämlich da. Ah, wie süß. Das ist Yellowstone Park-Dingens. Schön. Und die Power-Rüstung. Große Waffen plus Stärke plus 1. Wir können Stärke doch noch 10 bekommen. Geil. Aber dann kriegen wir Glück nicht mehr. Doch, Glück kriegen wir auch mit dem Ball auf 10. Wir kriegen alles auf 10, wenn wir die denn anziehen. Bewegung minus 1. Wir kriegen doch nicht alles auf 10. Das ist ja richtig scheiße jetzt. Wenn wir die an... Nee, geht alles nicht. Ist egal. Was mit der Kapuze? Schleichen plus 10 und Bewegung plus 1. Ja, müssen wir bloß wieder ausziehen. Weil jetzt haben wir ja gerade den Helm. Wahrnehmung plus 1. Tragen wir das. Was soll's. Weil dann haben wir hier nämlich Sprache 100. Wir haben schon richtig viel auf 100. Das nächste geht also alles in diese Sachen hier. Das muss ich mir merken. Energiewaffen kriegen wir aber noch eine. Sprengstoff machen wir mal höher auf 80 oder so. Medizin weiß ich noch nicht. Wir haben nur noch 2 Level, wir müssen echt aufpassen. Waffenlos werde ich nicht auf 100 machen. Das wird schade, aber das ist schade, aber was soll's. Beweglichkeit. Yay, mehr Watts. Und wie sehen wir aus? Immer noch Lichtbringer. Ich bringe euch Licht. Darf ich noch ein bisschen von dem Zeug? Das hat richtig gut reingehauen. Oh, ist schon leer. Oh, du bist so ein... Ey, komm, gib mir auch was ab, ey. Gib mir Zeug. Oh. Okay. War da nicht noch irgendwo eine Frau? Wie heißen Sie immer mit offenen... Ja, ja. Wo war denn diese Frau, die so extrem religiös war? Die hat immer geschlafen. Oh. Euer Wald ist nicht mal groß und ich finde sie nicht. Bist du das? Schau an, nein. Wer da von draußen reinkommt. Schau auch, das kommt von draußen her. Es ist. Wir heißen Sie immer mit offenen Armen willkommen. Dankeschön. Schön, Sie wiederzusehen. Ah, ich bin gerade vorbeigelaufen. Randy muss auch. Willkommen zurück. Zypress, ja. Wo ist denn deine Freundin? Ach so, die ist bestimmt vor der Tür. Schon gut. Habe ich jetzt irgendwie Karma bekommen oder Erfahrung? Ihr seid doof. Ja, ich denke mal, sie ist vor der Tür. Gucken wir mal, was uns da erwartet. Sie meinte... Hallo? Ja? Hast du ein Geschenk für mich? Egal, was mir Baumvater oder die Laubmutter auftragen. Ich werde ihnen weiterhin gehorchen. So muss eine Frau sein. Möge ihr Geist unter seinen Zweigen ruhen. Tut er. Mein Geist ruht total. Down Sims River. Okay, schon gut. Juhu! Wollen wir noch Megaton immer alles wegräumen? Ich denke mal schon. Komm, du siehst jetzt dein erstes Mal dein neues Zuhause. Wir sind Oasis, wir sind so toll. Nach Pit. Besorgen Sie sich ein Sklavenoutfit. Das reimt sich. Wir gucken mal, was die sagen in Megaton. Feinde sind in der Nähe. Oh. Ja komm, dann müssen wir uns immer um den Feind kümmern. Deshalb hat sie auch so komisch geguckt.
Maple oder Moppelchen. Moppel. Ich habe Nägel für dich. Okay, jetzt sind keine Feinde mehr da. Das heißt... Wir können jetzt, denke ich mal. Megaton mit dem Hund, was bestimmt wieder ewig lange dauert. Knatsch, knatsch. Mein Hund, komm, wir gehen mal zu dem anderen Hund. War da nicht noch ein Hund irgendwo in der Stadt? Egal, komm. Warum geht er eigentlich zu 101 und nicht hier hin? Naja, das Spiel wurde 2009 gemacht, das ist lange her, ne? Es ist jetzt nicht so, dass das... Ja. Three Dog mit der ganzen Musik und den ganzen Infos, die eure kleinen Herzen ertragen können. Wir unterbrechen unser Programm für einige wichtige Meldungen. Ich bekomme immer öfter Meldungen über diese wahnsinnigen Söldner der Talon Company rein. Okay. Vor allem aus der Gegend von DC. Haltet euch also von diesen Typen fern. Was ihr auch mit euch tragt, sie werden es haben wollen. Und sie so. Werden euch nicht höflich darum bitten. Ja, ja, geht gleich los. Schlafen tun wir selten, später. Hallo. Ich hoffe, es von euch heute alles nach ihrem Geschmack. Hast du gesehen, dass ich einen Hund habe? Oh. Bis zum nächsten Mal. Mein Hund schwebt mal wieder. Okay. Dann mache ich jetzt mal kurz alles, räume ich weg und dann gehen wir zu Myra, würde ich sagen. Nachdem wir geschlafen haben. Nö, das können wir gleich machen. Oh, warte. Willkommen zu Hause. Das ist echt wichtig. Strahlen sind gefährlich. Okay, Strahlen sind gefährlich. Juhu. Er kratzt sich. Okay, bis gleich.